Ja, das ist Absicht. Das ist ein Hörtest. Okay, gut zu wissen. Okay, also, alles klar. Wie ist es mit Brummen? Laune, Bub, nein, die Kamera fehlt nicht. Nein, ich bin nicht ins Klo gefallen. Und nein, der Hund hat mich auch nicht gegessen. Nein, ich habe nicht das Headset rausgezogen. Und was war noch? Das war Absicht mit dem Kamera weg und Ton weg. Also, mein Mikrofon weg. So. Alle Unklarheiten beseitigt. Schön. So, Brummen? Haben wir noch... Okay, Brummen scheint also auch weg zu sein. Sehr schön. Okay, gut. Mach ich nicht, Launebub. So. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Mir ist es jetzt ganz egal, wo das Brummen herkommt. Ich weiß jetzt wirklich einfach nicht, was ich da jetzt gerade machen soll. Okay? Also da fällt mir jetzt wirklich einfach gar nichts dazu ein. Bitte? Ich kann wirklich einfach nichts tun. Die Gorberte haben sich noch nie in politischen... Außer den Stream halt beenden und dann, ja eben. Also ich kann gerne gucken, wo das herkommt und so weiter und so fort, aber das bringt jetzt halt mir gar nichts irgendwie, weißt du? Da komme ich jetzt gerade nicht weiter. Genau, richtig. Aber das mache ich nicht jetzt. Es sei denn, ihr möchtet das. Aber dann muss ich ausmachen, weil da lasse ich natürlich nicht die Kamera beilaufen. Ist ja klar. Ich verstehe. Der Drache führt euch zu Alduin. Aber ohne die Hilfe des Jarl. Patornax hat sich entschieden, euch zu unterstützen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Es scheint, dass sogar die Graubärte sich dem Atem der Veränderung beugen müssen. Dann soll es so geschehen. Sagt Ulfric und General Tullius, dass die Graubärte mit ihnen reden wollen. Wir werden sehen, ob sie sich noch an uns erinnern können. Friedensverhandlung klingt eigentlich gar nicht schlecht. Überbringt die Nachricht an die kriegführenden Parteien. Wenn sie zuhören, werde ich tun, was ich kann, um ein Abkommen zu erzielen. Gut, machen wir. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. So, okay, dann verlasse ich diese... Wirklich, absolut. Die könnten mal ein bisschen Deko vertragen, oder? Die könnten wenigstens ein, weiß ja nicht, ein paar Pflanzen aufstellen hier oder so. Guck mal. Naja. Phew. Boah, weißt du was? Ich habe gerade für einen Moment habe ich gedacht, verflixt, für einen Moment habe ich gedacht, ich darf ja nicht nach Einsamkeit. Weil mit meinem anderen Charakter habe ich in Einsamkeit ein mega hohes Kopfgeld. Natürlich. Das geht ja nicht. Weil da habe ich ja die Tussi umgebracht und dann noch den anderen da umgebracht und... Das geht natürlich nicht. Aber hier ist ja alles gut.
Ah, so, okay, zu den Kasernen. Zu den Kasernen geht das hier oben lang. Nach was für Kriterien haben die eigentlich ihre Wappen? Weiß das jemand? Also, warum hat Einsamkeit... Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu lassen. Meine Männer jetzt jeden durch, der in das Schloss hineinspazieren will? Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr hier seid, Bürger? Das ist ganz schön unhöflich, sag mal. Ich will nicht mit dem über Vergangenes reden. Was wollen denn diese alten Einsiedler von mir? Warum? Es gibt nichts zu diskutieren, solange dieser Verräter Ulfric sich im Krieg gegen seinen rechtmäßigen Kaiser befindet. Okay. Sie entwickeln sich zu einem echten Problem. Aber ich wurde nicht nach Himmelsrand geschickt, um gegen Drachen zu kämpfen. Meine Aufgabe ist es, diese Rebellion niederzuschlagen. Und genau das habe ich auch vor. Drachen hin oder her. Das ist ein gutes Argument. Es ist inzwischen schon schwierig, einfach nur Truppen zu verlegen, ohne einen Drachenangriff herauszufordern. Die Sturmmäntel leiden auf jeden Fall genauso. Selbst Ulfric könnte einen Waffenstillstand unter diesen Umständen verstehen. Hat das funktioniert? Ja. Ja, in Ordnung. Ich werde zu diesem Rat der Graubärte kommen. Cool. Mag dabei etwas Gutes herauskommen oder nicht? Meiner Kundschafter sehen da anders aus. Jeden Tag schließen sich ihm mehr an. Rifton, Dämmerstern und Winterfeste stehen hinter ihm. Das ist keine Sache, das ist eine Rebellion. Nennt es wie ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Jarl Balgruuf. Balgruuf verwehrt der Armee das Recht, Truppen in seiner Stadt zu stationieren. Allerdings weigert er sich auch, Ulfrichs Anspruch anzuerkennen. Okay, Balgruuf also, der Schlingel, der... Hihihi, Mrs. Loco, rate mal, was ich hier neben mir habe. Rate mal, was hier neben mir steht. Nee, kein Kaffee mehr. Ich wollte jetzt nicht noch einen Kaffee trinken. Irgendwie war mir mal nach was anderem. Ach, jetzt zudem auch noch. Warum haben die ihr Wappen? Also warum hat Windhelm zum Beispiel einen Bären? Und vor allem einen Bären auf blauem Hintergrund. Und warum hat Einsamkeit einen Wolf auf rotem Hintergrund? Weiß das irgendjemand? Was war das denn? Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Die reden auch jedes Mal dasselbe. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich an den Jarl ungefragt. Kenne ich. Dummköpfe oder Helden, hat er gesagt. Okay. Es ist auch Zeit, dass Sie Ihren Blick statt in den Himmel wieder auf unsere blutende Heimat richten. Was wollen Sie? Oh. Ach, das ist doch gar nicht so weit, Mrs. Loco, das schaffst du. Bis dahin, das geht doch. Ich habe natürlich den größten Respekt vor den Graubärten. Und die Drachenangriffe werden immer mehr zur Plage. Aber die politische auch für ihn? Ist immer noch heikel. Nicht alle Jarl stehen voll und ganz hinter dem Plan, mich zum Großkönig auszurufen. Ich kann es mir nicht leisten, schwach zu erscheinen. Ich kann dem nicht zustimmen. Es sei denn, Tullius kommt selbst. Alduin? Der Weltenfresser aus Liedern und Legenden? Wenn das stimmt, nun, das ändert die Lage, nicht wahr? Angesichts seiner solchen Bedrohung muss wohl selbst Tullius zur Vernunft kommen. Ja. Ich gebe Tullius noch eine Chance, sich mit eingezogenem Schwanz aus Himmelsrand zurückzuziehen. Und was soll ich eurer Meinung nach tun?
Wenn er nicht für uns ist, als ob nichts gewesen wäre, redet er einfach dann da weiter, ne? Genau an der Stelle, wo er vorher war. Echt verblüffend. Echt total verblüffend. Okay, gut. Das ist ja ein super Wetter hier. Friedensverhandlungen, Waffenstillstand. Klingt ja eigentlich erstmal ganz. Boah, verdammt, es wird gerade richtig kalt hier, ne? Klingt ja eigentlich ganz positiv und so. Klingt total vielversprechend. Ist es bestimmt nicht. Ich traue doch da irgendwie dem Ganzen nicht. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ihr habt es also getan. Die Männer der Gewalt haben sich hier versammelt, in diesen Hallen, deren Grundfesten dem Frieden geweiht sind. Ich hätte nicht zustimmen sollen, diesem Rat zu leiten. Wir Graubärte sollten uns nicht in solche Angelegenheiten verstricken lassen. Frieden? Das bezweifle ich. Vielleicht legen sie für kurze Zeit ihre Waffen nieder, aber nur, hoffen, um vor dem nächsten Blutvergießen neue Kraft zu sammeln. Sie haben noch nicht genug vom Krieg. Noch lange nicht. Kennt ihr das alte Nordwort für Krieg? Unendliche Jahreszeit. Und das beweist sich erneut. Aber Reue bringt nichts. Wir müssen jetzt damit leben. Nehmt euren Platz am Ratstisch ein. Mal sehen, welche Weisheit wir bei diesen Kriegern von Himmelsrand finden. Also Armgeier, nicht wahr? Ihr wisst, weswegen wir hier sind. Werdet ihr uns hineinlassen oder nicht? Niemand hat euch hierher eingeladen. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt hier so alles machen will. Wir setzen... Oh, das ist ganz schön... Finde ich mal ganz schön fett, hey. Naja, gut. Okay. Ich gratuliere dir, Mrs. Luchko. Dann kann doch gar nichts mehr schief gehen. Genieß deinen Pudding. Jetzt, wo alle hier sind, solltet ihr euch setzen, damit wir... Oh, Mann. Boah, was für ein Ereignis, schwerer Tag heute, ey, Wahnsinn. Ihr beleidigt uns, indem ihr sie zu dieser Verhandlung mitbringt? Eure wichtigste Talos-Jägerin? Wen? Das hat ja nicht sehr lange gedauert. So wie immer. Ich habe jedes Recht, an dieser Verhandlung teilzunehmen. Ich muss sicherstellen, dass hier nichts vereinbart wird, was gegen die Bedingungen des Weißgold-Konkordats verstößt. Die schon wieder. Sie ist Teil der kaiserlichen Delegation. Ihr könnt mir nicht vorschreiben, wen ich zu diesen Verhandlungen mitbringe. Bitte. Wenn wir erst über die Bedingungen der Verhandlung verhandeln müssen, er steht noch. Vielleicht wäre das beide stehen noch. Wieso sind hier drei Plätze frei? Wer sitzt denn da noch nicht? Diese Kaiserlichen haben Nerven, was? Zu denken, dass ich mich mit dieser Talmor-Schlange an einen Tisch setzen würde. Entweder sie geht oder ich gehe. Ich mag die Talmor gar nicht, ne? Andererseits sind die Talmor Abgesandte jetzt hier vom Kaiserreich und so. Das ist jetzt eine ganz blöde Situation. Ich habe echt gehofft, ich müsste nicht in so eine Situation kommen. Ich will hier noch nicht mal ansatzweise mich irgendwie jetzt schon auf eine Seite schlagen, aber ich habe schon so meine Meinung dazu. Also geht hier um den Frieden halt, ne?
Das ist viel wichtiger, den Frieden in das Land zu bringen. Ganz egal, wie oder... Ich bin froh, dass wir in dieser Frage übereinstimmen. Ach so? Wer sagt das? Ulfric, genießt euren kleinen Sieg. Die Talmor werden mit jeder Führung verhandeln, die im Himmelsrand regiert. Wir wollen uns keinesfalls in euren Bürgerkrieg einmischen. Das ist ruhig, das ist beruhigend, wollte ich sagen. Wird sich niemals den Talmor unterwerfen. Im Gegensatz zu euren kaiserlichen Freunden hier. Ihr habt Glück, dass ich den Rat der Graubärte respektiere, Galmar. Regal, wir vertreten den Kaiser hier. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Dann ist das ja geklärt. Können wir nun fortfahren? Ich will vorab etwas klarstellen. Okay, er sitzt. Sehr schön. Ich habe diesem Rat nur zugestimmt, damit die Bedrohung durch die Drachen beseitigt werden kann. Es gibt nichts weiter zu besprechen. Es sei denn, das Kaiserreich ist endlich bereit, auf seinen unrechtmäßigen Herrschaftsanspruch über das freie Volk von Himmelsrand zu verzichten. Ich wusste doch, dass er nicht widerstehen kann. Um einen vorübergehenden Waffenstillstand zu schließen, damit das Drachenblut hier sich um die Drachen kümmern kann. Wenigstens ein vorübergehender Waffenstillstand ist ja auch schon mal was. Gespräch mit dem Kaiserreich als eine großzügige Geste. Seid ihr fertig? Seid ihr nur hergekommen, um Reden zu schwingen, oder kommen wir endlich zur Sache? Serana. Die setzt sich dahin. Bringen wir es hinter uns. Können wir weitermachen? Jarl Ulfric, General Tullius. Einen Rat wie diesen hat es noch nie zuvor. Hey, T-Gamer, hallo, grüß dich. Auf Wunsch des Drachen. Oh, das ist... Ich bitte euch alle, den Geist von Hoch Hrothgar zu respektieren und euer Bestes zu geben, um den ersten Schritt hin zu dauerhaftem Frieden in Himmelsrand zu tun. Möchtet ihr die Verhandlungen eröffnen? Ja, fangen wir an. Wir wollen die Kontrolle über Markarth. Das ist unser Preis für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand. Flutsch mal kurz an die Seite, glaube ich, ne? Oder wie war das hier so, ne? Diesen Rat zur Stärkung eurer Position nutzt? Jarl Elise, ich werde... General, das ist unerhört. Ihr könnt diese Forderung nicht ernst nehmen. Ich dachte, wir wären hier, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Elise, ich sagte doch, dass ich mich darum kümmern werde. Ulfric, ihr könnt nicht ernsthaft erwarten, dass wir Markarth am Verhandlungstisch aufgeben. Ihr versucht bei den Verhandlungen das zu bekommen, was ihr euch im Kampf nicht holen konntet. Ist es das? Ich bin mir sicher, dass Jarl Ulfric nicht davon ausgeht, dass er etwas ohne Gegenleistung bekommt. Ja, das wäre absolut untypisch. Was würde das Kaiserreich als Gegenleistung erwarten? Wartet! General, ihr wollt Markarth doch nicht einfach diesem Verräter übergeben. Und so belohnt uns das Kaiserreich für unsere Loyalität. Genug. Um einmal eins klarzustellen, diese Verhandlungen waren nicht meine Idee. Ich halte sie für eine Zeitverschwendung. Ihr seid ein Verräter des Kaiserreichs. Toll. Ihr verdient den Tod eines Verräters. Aber ich verhandle wenigstens mit guten Vorsätzen. Da wir alle auf euren Wunsch hier sind, würde ich gerne erfahren, was ihr denkt, wie viel Markarth wert ist. Really? Oh Mann, echt. Vielleicht, ach so, T-Gamer, diese Quest ist, ich hoffe mal, ich bin jetzt der Hauptquest gefolgt, glaube ich. Ich steige da nicht mehr ganz so durch, ne? Welche das jetzt ist. Das ist, ich soll die jetzt irgendwie hier ich soll die erstmal ein bisschen zu einem Waffenstillstand bewegen und mich dann um das Drachenproblem kümmern, weißt du? Ich weiß aber noch nicht, wie das jetzt hier weiter ausgehen soll. Warte mal, okay, wir haben jetzt auf der... Lass mich mal kurz überlegen. Dämmerstern ist, glaube ich, bei den, gehört noch zu den Kaiserlichen. Ist bei den Kaiserlichen. Riften ist, glaube ich, auf Seiten der... Sturmmäntel? Kann das sein? Sowieso? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich habe da so ein bisschen versucht durchzusteigen, aber ich muss gestehen, ich habe das noch nicht alles... Ach, verdammt.
Riften ist, glaube ich, Sturmmäntelgebiet eigentlich schon. Wenn ich den also Riften anbiete, dann wäre das quasi so wie, also wenn das überhaupt so hinhaut, heißt das, ne? Dann wäre das quasi so, wie wenn man denen sagt, hier, ihr könnt doch euren eigenen Kram nehmen. Markart, ehrlich, das ist so merkwürdig hier gerade. Das passt irgendwie nicht. Als Gegenleistung für Markart, der größten Silberquelle von Himmelsrand? Wohl kaum. Rifton scheint tust du nicht. T-Gamer, tust nicht gut nerven. Befestigt, einfach über den Hornrichsee mit Nachschub zu versorgen. Und dann der ganze Met, den wir trinken können. Ja, das stimmt schon. Also gefühlt hätte ich auch gesagt, Riften ist eher ein Ausgleich für Markart. Ich bin stimmt. Froh, dass ihr mir zustimmt. Ich begann mich schon zu fragen, hat doch schon recht. Seite ihr hier steht. Das Drachenblut hat gesprochen, Tullius. Markart ist unser. Jetzt werden wir sehen, ob etwas hinter eurem Gerede von Treu und Glauben steckt. Ihr enttäuscht mich, Drachenblut. Ich wünschte, ich könnte dir mehr... Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen, was das jetzt genau ist oder so. Ich würde dir gerne meinen Questblock reingucken. Ich kenne euch, Ulfric. Aber das geht erst danach. Kommt ihr mit der nächsten Forderung. Ihr werdet das Kaiserreich nie bezwingen. Und das wisst ihr auch. Dennoch seid ihr bereit, Tausende für eure selbstsüchtigen Ziele zu opfern. Früher oder später werdet ihr euch unter der Axt meines Henkers wiederfinden. Und DLC? Wird kein Drache da sein, um euch zu retten. Wie immer sind die wohlfeilen Worte des Kaiserreiches nichts wert. Halt! Seid ihr der Gefahr gegenüber so blind, dass ihr nicht über eure kleingeistigen Streitigkeiten hinwegsehen könnt? Ihr sitzt hier herum und streitet wegen nichts, während das Schicksal des Landes auf dem Spiel steht. Gehört er zu euch, Delphin? In dem Fall sollte er besser aufpassen, was er sagt. Er gehört zu mir. Und ich würde euch beiden raten, zuzuhören, was er zu sagen hat, bevor ihr etwas Übereiltes tut. Versteht ihr nicht, welche Gefahr uns droht? Versteht ihr nicht, was die Rückkehr der Drachen bedeutet? Alduin ist zurückgekehrt. Der Weltenfresser. Jetzt im Augenblick verschlingt er die Seelen eurer gefallenen Kameraden. Er wird mit jedem Soldaten mächtiger, der in eurem sinnlosen Krieg fällt. Könnt ihr nicht angesichts dieser tödlichen Gefahr euren Hass nicht einmal einen einzigen Augenblick lang zurückstellen? Guckt mich nicht so an! Das ist zwar nichts vom Ende der Welt, aber diese Drachenangelegenheit gerät außer Kontrolle. Wenn dieser Waffenstillstand dazu beiträgt, dass dieses Drachenblut hier dieser Bedrohung ein Ende bereitet, haben wir beide etwas davon. Vergesst das nicht, Ulfric. Aber zurück zum Geschäft. Ihr wisst so gut wie ich, dass wir Marker zu diesen Bedingungen nicht abgeben können. Das haben wir nun davon, dass wir auf sie eingegangen sind. Nur heraus damit. Wir wollen eine Entschädigung für das Massaker von Kartrasten. Ihr habt die abgeschlachtet, für die ihr angeblich kämpft. Wahre Söhne von Himmelsrand würden so etwas nie tun. Verfluchte kaiserliche Lügen. Meine Männer würden nie zu solchen Mitteln greifen. Nicht einmal als Vergeltung für das Massaker bei... Tullius, all das Blut, das hier vergossen wurde, habt ihr zu verantworten. Ach so? Also, Drachenblut. Ja. Was meint ihr? Brutane, hallo, grüß dich! Ach so, wenn ich... ich verstehe. Okay, wenn ich also vorher die Bürgerkriegs... Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe versucht, mich so lange wie möglich da rauszuhalten. Das Gemeine ist, jetzt muss ich mich an diese einzelnen Sachen irgendwie erinnern, ne?
Kartbasten, da klingelt bei mir irgendwie so fast nichts. Klar, der Name sagt mir irgendwas, aber sonst, ich kann so gar nichts mit anfangen. Also, wer kann schon sagen, was ist denn da überhaupt los? Es wissen müssen, was letzte Nacht in Schweden passiert ist. Euch erwarten kann. Abermals wird dem Kaiserreich die Schuld an Verbrechen anderer zugeschrieben. Ihr wisst, dass ich diesen Bedingungen nicht zustimmen kann. Der Kaiser würde diese... Wir fangen das einfach nochmal von vorne an, damit das hier nicht richtig ausgeht. Bei Schors Knochen, wo werden diese Forderungen noch enden? Ich höre. We want an Imperial candidate as Jarl of Winterhold. Was kommt als nächstes, Tullius? Soll ich euch einfach ganz Himmelsrand übergeben? Ich schätze, ich habe keine andere Wahl, als das Drachenblut entscheiden zu lassen. Allerdings beginne ich allmählich an eurem Gerechtigkeitssinn zu zweifeln. Also, Drachenblut, was meint ihr? Schwierig. Komm, ich glaube, wir haben vorher... Oh Gott, ich bin völlig überfordert jetzt gerade. Ich verstehe das auch nicht. Das war vorher einfacher. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ach so? Gerade eben hat er was ganz anderes gesagt. Oder Schafsbisse und nennt es kolumbianischen Weinbrand. Diese Bedingungen sind immer noch nicht akzeptabel. Ich höre. Na gut. Ich sehe, dass wir nichts Besseres aus diesen Verhandlungen herausschlagen können. So sei es. Das Kaiserreich stellt zumindest seine eigenen Interessen hinter das Allgemeinwohl. Dann würde ich sagen, wir haben ein Abkommen. Wow! Jarl Ulfric. General Tullius, dies sind die Bedingungen, die derzeit zur Debatte stehen. Markarth wird den Streitmächten von Ulfric übergeben. Jarl Igmund tritt zurück und Tongvor Silberblut wird neuer Jarl von Markarth. Die Sturmwendel werden sich aus Rift zurückziehen, damit die Truppen des Kaiserreichs ungehinderten Zugang haben. Jarl Laila Rechtsprecher wird zurücktreten und Maven Schwarzdorn wird Jarl von Rift. Winterfeste wird dem Kaiserreich unterstellt. Die Akademie selbst behält jedoch ihre traditionelle Neutralität. Ach, Winterfeste! Dem zu? Die Söhne von Himmelsrand werden sich an ihre Vereinbarungen halten. Solange die Kaiserlichen sich auch an ihre halten. Was ist mit euch, Elisif? Sind diese Vereinbarungen euch genehm? Sprecht nur frei heraus. Sicher wartet General Tullius schon darauf, euren Wünschen zu entsprechen. Ich habe diesem Mörder nichts zu sagen. General, ihr habt euch als guter Freund von Himmelsrand erwiesen. Ich verlasse mich weiterhin darauf, dass ihr alles tut, um unsere Interessen zu schützen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Ich weiß eure Loyalität zu schätzen. Diese Bedingungen bevorteilen auf eklatante Weise die Rebellen. Jeder hier weiß das. Aber das Kaiserreich wird sie akzeptieren, bis die Bedrohung aus der Welt ist. Danach, Ulfric, wird abgerechnet. Darauf könnt ihr euch verlassen. Kommt, Galba. Oh, wow. Es liegt viel Arbeit. Markarth aufzugeben ist ein hoher Preis für diesen Waffenstillstand, Drachenblut. Ich hoffe, die Sache war es wert. Ich nehme an, dass ihr mit dem Plan des Drachenblutes vertraut seid, Jarl Balgruuf. Ja, ich bin bereit, meinen Teil beizutragen. Gebt einfach das Kommando. Dann werden meine Männer euch helfen, diese Falle zuschnappen zu lassen. Aber das Problem bleibt. Wie soll man einen Drachen überhaupt nach Drachenfeste locken? Nun, das ist eine hervorragende Frage. Ihr habt dieses kleine Detail doch nicht übersehen, oder? Grauenvoll! Aber hierbei kann ich euch behilflich sein. Ich habe schon mit diesem Problem gerechnet. Während ihr dieses Treffen vorbereitet habt, habe ich die Bibliothek des Tempels der Himmelszuflucht besucht. Ein vergessener Schatz verlorenen Wissens. Aber das Wichtigste ist, dass die Klingen die Namen vieler getöteter Drachen aufgezeichnet haben. In Kombination mit Delphins Karte von Drachenfriedhöfen
bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen der Drachen gefunden habe, die Alduin wieder zum Leben erweckt hat. Okay. Versteht ihr denn nicht? Ja, ich habe ja nichts anderes antworten können. Mensch. Aus drei Wörtern der Macht. Schreie. Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch aufhält. Er wird dazu nicht gezwungen, aber Drachen sind von Natur aus hochmütige Kreaturen und würden nie eine Herausforderung ablehnen. Gut zu wissen. Insbesondere eure Stimme sollte diesen Drachen interessieren. Immerhin habt ihr Alduin besiegt. Ich halte es für höchst wahrscheinlich, dass er nicht widerstehen kann und eurem Ruf nachkommen wird. Oh, in der Tat. Im Gegensatz zu diesen werten Herren bin ich kein Meister der Stimme, aber es steht hier in dieser Schriftrolle geschrieben. Odd-Avin. Geflügelter Schneejäger, wenn ich das richtig verstehe. Alles neu. Wir wissen von Patronax. Patronax, der Drache, den die Graubärte all die Jahre geschützt haben. Er muss sterben. Was? Er hat den Tod verdient. Und eure Aufgabe ist es, ihn zu töten. Wieso das denn jetzt? Bis er tot ist? Nun, es tut mir leid, aber wir würden unseren Eid als Klingen verraten, wenn wir euch weiterhin helfen würden. Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu gehen. Ach so, das hat man schon. Das hat man. Ja, ist gut, kannst wieder aufhören. Genau, danke. So, nämlich. Stimmt. Kai Sims, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Hast du halt einen schönen Tag gehabt, dann sei stolz auf dich. Hast du dir schon auf die Schulter geklopft und gesagt, dass du das ganz toll gemacht hast? Und das meine ich ganz genauso, wie ich das gerade gesagt habe. Es kommt nämlich irgendwie echt immer zu kurz, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob das bei dir auch so ist. Bei mir ist das schon so. Weißt du, dann machst du es halt und dann... Nein. Solltest dir einfach mal sagen, dass du das gut gemacht hast. Weißt du? Wo ist hier der Ausgang? Jetzt brauche ich hier schon in der... Burg Rothgar ein Navigationssystem. The Knife, ja schon, ne? Maven als Chef von Riften. Ich weiß nicht, ob ich damit so einverstanden bin, du. Wenn ich jetzt nach Hause komme, die sitzt ausgerechnet, die Trulla sitzt da jetzt auf dem Thron. Ich fass es ja nicht, ey. Heieiei. Du hast eine Induktionsplatte besorgt. Wow, Kai Sims, erzähl. Und? Ausprobiert schon? So, erstmal. Ich glaube, ich will erstmal nach Riften reisen. Und ich verstehe nicht, warum die jetzt was gegen den Patronax. Der hat mir nichts getan. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit dem. Verstehe ich nicht. Warum soll ich den töten? Das ergibt für mich jetzt irgendwie keinen Sinn. Kenne ich dich? Ja. Ja. So, also erstmal gucken, wie das jetzt... Wie sieht denn das jetzt aus? Ist da jetzt tatsächlich die... Jetzt gehört der Schwarzdorn-Familie alles hier oben. Verdammt. Ja, aber das spielt doch keine Rolle, was der früher gemacht hat. Der Thron steht mir. Findet ihr nicht? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war, deswegen hier reinzuschauen.
um mir diesen Spruch anzuhören. Wäre ich mal lieber gar nicht erst gekommen, Mensch. Oh! Ach so, okay, ja, das geht aber schnell. Ne? Findet man ja auch total leicht. Also Zeugs für Induktionsherd und so findet sich total schnell und total leicht. Ist auch gar nicht so teuer oder irgendwie sowas. Das ist toll, das ist super. Genieß das. Du wirst begeistert sein. Du wirst es lieben, weiß ich. Oh Mann, Butane, du hast so einen miesen Tag gehabt, echt? Dabei ist heute doch Mittwoch. Ich dachte, gestern wäre der Tag. Weißt du, Dienstag ist doch eigentlich immer so der Scheißtag. So, gerade mal gucken hier. Questdingens. Ich will den Patronax nicht töten. Das will ich irgendwie nicht machen. Entschuldigung. Also, oh Gott. Mit den Städten. Ich glaube, das ist so erstmal, ne? Und dann musst du ja im Laufe der Bürgerkriegsquest musst du dann ja. Ich gucke mir hier gerade nur den Boden an. Hat neues Design gekriegt. Dann musst du ja im Rahmen dieser Bürgerkriegsquest die ganzen einzelnen Plätze da erobern und so, ne? Hilfst ja da dabei. Oh, verdammt. Huch. Hoch, nein, ich will nicht warten. Ich wollte, genau, richtig. So, also bitte jetzt keinen Bosskampf, du, das wär's noch. Winterfeste ist jetzt, Winterfeste ist jetzt kaiserlich und Riften ist kaiserlich und Kartwasten ist, haben die Sturmmäntel gekriegt, ne? Glaube ich. So haben wir das jetzt gemacht. Oh, Entschuldigung. Huch. Wir sind bereit, Drachenblut. Gebt einfach das Kommando. Meine Männer stehen bereit, wie versprochen. Die großen Ketten sind bereit. T-Gamer! Alles klar, ich wünsche dir was. Ne? Danke fürs Reingucken hier. Dankeschön. Okay, noch nicht ganz, weil ich weiß nicht. Warte mal, hier schnell speichern und dann geht's los hier. Ich werde berühmter sein als Olaf Einauge. Meine Männer stehen bereit, wie versprochen. Meine Männer wissen, was zu tun ist. Stellt sicher, dass ihr eure Schuldigkeit tut. Okay. Ich lege das Schicksal meiner Stadt. Okidoki. Schrei her, ich hoffe, das ist nicht so eine Riesensache, du. Eure Hände. Da hinten. Okay. Hauptsache, das ist jetzt nicht so ein riesen Dingens wieder, du. Dann fange ich aber hier. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Ihr habt doch einen Plan parat, um einen Drachen anzulocken, oder?
Ich hab's doch fast gedacht, ey. Hört ihr das? What the? Huch. Der sieht ja ganz anders aus. Vielleicht funktioniert er noch mal. Vielleicht funktioniert das nochmal hier. Weißt du, was einmal geht, geht ja vielleicht auch zweimal. Oh. So hat ja Alduin besiegt. Ja, so haben wir das gemacht, ne? Schon, ja, aber ich muss den erstmal hier reinkriegen. Huch. Na, so Stück für Stück, der kommt schon Stück für Stück näher. Huch. Wollte der was sagen? Machen den voll platt. Komm, Buddy. Ist wohl abgeschlossen.
Eis. Komm rein hier, komm! Komm, draußen ist kalt, komm rein hier! Das war voll einfach, hätte mir die Mühe gar nicht machen müssen, ey. Kai Sims, okay, ich wünsch dir was. Gefangen wie ein Bär in einer Falle. Sogfreni Grin, Kogra Drun Viki, Dovakin. Ah, ich vergaß. Ihr seid der Dova-Sprache nicht mächtig. Mein Eifer, euch im Kampf zu begegnen, war mein Verderben, Dovakin. Alle Achtung vor eurer... Wir haben gar nichts gemacht. ...hinterlistigen Verschlagenheit beim Ersinnen einer solchen Gramindol-List. Suubona! Ihr habt sehr viel Mühen auf euch genommen, um mich in diese demütigende Lage zu bringen. Ja, ich glaube, das ist nicht schön für ihn. Alduin, huh? Ihr wollt doch sicher wissen, wo ihr Alduin finden könnt. Renik Vazar, eine passende Wortwahl. Alduin Bohul. Ich bin eurem Ruf unter anderem gefolgt, um euer Turm selbst auf die Probe zu stellen. Viele von uns hinterfragen mittlerweile Alduins Herrschaft, ob sein Turm wirklich der stärkste war. Unter uns natürlich, Muni Maye, noch war niemand bereit, sich offen gegen ihn zu stellen. Schlaf gut, Kai Sims. Unslad Krosis, ich bitte unzählige Male um Vergebung. Ich schweife ab. Er ist nach Sovngarde gereist, um seine Kraft zurückzuerlangen, indem er Celesayor, müssen jetzt sterben, der sterblichen Toten in sich aufnimmt. Ein Privileg, das er eifersüchtig hütet. Sein Tor nach Sovngarde befindet sich in Skuldafen, einem seiner alten Tempel hoch oben in den östlichen Bergen. Mendoran Paok Medovahe Lavrantil. Ich muss euch gewiss nicht warnen, dass sich dort die ihm verbliebene Kraft sammelt. Okay. So lost offern hinlan. Nun, da ich eure Frage beantwortet habe, werdet ihr mich gehen lassen? Können wir fragen? Machen wir, fragen wir auch. Euch dienen? Nein, nie, Teid. Wenn ihr Alduin besiegt, werde ich noch einmal darüber nachdenken. Großes. Es gibt ein Detail über Skuldafen, das ich noch nicht erwähnt habe. Nur dies. Ihr habt den Turm eines Dova. Doch ohne Schwingen werdet ihr niemals einen Fuß nach Skuldafen setzen. Natürlich
könnte ich euch dorthin fliegen, aber nicht solange ich noch auf diese Weise gefangen bin. Aran, ihr verletzt mich, Dorakin. Okay, gut. Alles klar. Ich mag nicht die ganze Wahrheit sagen, doch ich bin kein Lügner. Okay. Geht und überzeugt euch mit eigenen Augen. Das reicht mir eigentlich schon. Junibornolhet, ich werde hier sein, wenn Alduin nicht vor euch zurückkehrt. Unglaublich. Sir, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich auf eine solche Gelegenheit gewartet habe. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr mir erlaubtet, einige Untersuchungen an euch durchzuführen. Natürlich rein akademischer Natur. Nein! Geht, Magier! Stellt mein Versprechen den Dovahkiin gegenüber nicht auf die Probe! Ich versichere euch, ihr werdet es nicht einmal merken. Die meisten davon sind für einen großen Drachen wie euch nahezu schmerzlos. Nahezu? Ihr habt euch mein Angebot noch einmal überlegt. Klar machen wir das, bevor ich den hier als Versuchskaninchen hängen lasse. Komm, ist ein Drache. Ihr werdet mich freilassen? Klar. Olan, wenn ich euch im Gegenzug verspreche, euch nach Skuldafn zu bringen... Und Alduin nicht mehr zu helfen? Was war störend? Onikan Korath Gain Mirat. Es ist weise zu erkennen, wenn man nur eine Chance hat. Und ihr könnt mir vertrauen. Suni Tarodis. Alduin hat sich als unwürdig für die Herrschaft erwiesen. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Befreit mich, dann trage ich euch nach Skuldafn. Ein paar fehlende Schuppen würden euch doch sicher nicht stören. Hör auf, den Drachen anzusäbeln! Jemand, der am Boden ist... Das macht man nicht. Geh weg hier, hör auf! Was stimmt mit dem nicht? Sag mal! Ich glaub's ja wohl nicht. Nicht zu glauben, weshalb seid ihr euch auch sicher? Klar, logisch. Ihr wollt den Drachen befreien? Nach all dem Ärger, den wir hatten, ihn dort einzuschaffen? Euer Begräbnis. Jemand anderes wird euch helfen müssen, ihn da wieder reinzuschaffen. Macht euch zum Öffnen der Falle bereit. Das scheint mir eine sehr schlechte Idee zu sein. Das geht doch nicht, ey. Das gehört alles zum Plan des Drachenbluts. Fast nun! Sini dein Ruti Astral! Wer weiß, was der Magier noch mit dem anstellt, du. Saran Ut. Ich warte auf euren Befehl, wie versprochen. Seid ihr bereit, die Welt zu sehen, wie es nur ein Dovah kann? Kresini, die Freiheit des Himmels ruft. Und doch bleibe ich hier, Naogol. Wie versprochen. Nett? Okay, gut. Also das ist doch nett, oder nicht? Sag mal, Jetzt kennen wir schon drei nette Drachen. Kannst du mal sehen. So, was ich jetzt hier mache, ist speichern. Und? Saran Ut. Ich warte auf euren Befehl, wie versprochen. Seid ihr bereit, die Welt zu sehen, wie es nur ein Dovah kann?
Brit Ut. Ich warne euch, sobald ihr durch die Himmel von Kaisal geflogen seid, wird euer Neid auf die Doof nur stärker werden. Amatir, Mubokotin Stinselok. Ihr seid entweder der mutigste Mensch, den ich je getroffen habe, oder der dünnste. Yay! Über euch wachen, während ihr... Hoch! Weiter kann ich euch nicht bringen. Griff Rot Akrin. Ich werde nach eurer Rückkehr Ausschau halten. Oder nach der Alduin. Okidoki. So ist das dann nämlich. Ne, so ist das dann. Huch. An der Stelle gucke ich mal ganz kurz, was sagt eigentlich die Uhr? Muss mal hier. Okay, das ist in Ordnung. Das heißt, dann mache ich an der Stelle hier für heute Feierabend. Was für ein Skyrim-Tag. Heftig, okay. Krass. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Du? Ich nicht. Hammer. Okay. Morgen drehe ich noch eine Ehrenrunde Dishonored. Das wird, also wir haben jetzt, das fühlt sich schon so mal ein bisschen an, ne? Das ist langsam so ein bisschen Abschied und so. Können wir uns langsam überlegen, was dann so alles so dann als nächstes so kommt. Morgen, wie gesagt, ist nochmal eine Ehrenrunde Dishonored. Und zwar nehme ich mir da DLC vor. Ich weiß noch nicht was genau oder wie oder was oder wo. Aber ich nehme mir irgendein DLC vor und dann gucken wir mal, ne? Und in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen, ich hoffe, es hat euch einfach Spaß gemacht. Das sagt alles. Ich muss das nicht immer dreimal sagen. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Muss ich mir mal abgewöhnen. Ja, richtig. Dark Souls 3 war eins der Spiele, was ich spielen möchte. The Witcher 3 ist auch noch so ein Spiel, was ich gerne irgendwie angehen wollen würde. Ne, das sind so die Sachen. Dark Souls 3 stelle ich mir knackig vor. Mal gucken. Ne? Könnte ein würdiger Nachfolger vielleicht für Skyrim sein. Mal schauen. Ne? So, aber jetzt ist erstmal hier ist erstmal Feierabend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's euch noch gemütlich. Nicht vergessen, ne? Der Mittwoch ist jetzt rum. Das heißt, jetzt sind wir schon auf der anderen Seite von der Woche. Das heißt, Bergfest haben wir hinter uns. Es ist nicht mehr lange bis zum Wochenende. Dann ist wieder alles gut. Okay? Macht's euch bequem. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Dankeschön. Ne? Vielleicht sieht man sich nochmal. In dem Sinne dann. Bye. Bye. Schlaft schön. Es regnet, es regnet, es regnet.